Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und solange uns heute die Krokodile mit ihren Fluchtversuchen in Ruhe lassen, wollen wir uns mal um diesen hässlichen Schandfleck hier kümmern. Das ist ja alles noch nicht so ganz optimal hier, das Krokodilhaus sieht schon mal ganz nett aus, aber hier können wir auf jeden Fall was machen. Und ich würde gar nicht so einen Komplex hier machen mit vielen Wegen, sondern ich würde ein großes Gebäude aus all diesem ganzen Kladderadatsch hier bauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, machen Pause und sortieren das einfach mal um. Pause natürlich deswegen, dass wir hier keine Versorgungsengpässe bei den Tieren bekommen. Und erstmal kommt der ganze Quatsch hier weg. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze schön anordnen können. Es wird ja natürlich Sinn machen, wenn die Gebäude, die ein Techniker brauchen, alle erstmal nebeneinander stünden. Nehmen wir also mal die Wasseraufbereitung. Wir nehmen dann auch mal gleich die Werkstatt. Und was wir noch gebrauchen könnten, wäre, das machen wir erstmal hier rüber. Ein Wassertemperaturregler, den haben wir nämlich noch gar nicht. Doch, das ist der hier. Die Wasseraufbereitung fehlt. Aber Moment. Einmal gucken. Wassertemperatur interessiert mich jetzt gerade nicht so ganz. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt gerne mal die Aufbereitung gesehen. Die ist hier doch alles gut. Die brauchen wir nicht. Können wir uns dann sparen. Okay. Wege machen wir weg. Ich würde sagen, den Mitarbeiterraum tauschen wir mal gegen den großen. So, da sind wir zu Hause. Da. Und schwupps. Jetzt ist die Frage, wie wir das alles anordnen, oder? Wir fangen doch einfach mal mit der Tierpflegerhütte an. Die sollte ja relativ nah hier an der ganzen Geschichte dran stehen. Das muss überhaupt nicht nah dran stehen. Die hier sollten nicht allzu weit weg stehen. Machen wir das mal so. Oder wir machen das mal anders. Wir stapeln heute mal wieder. Ein bisschen lustig vor uns hin. Handelszentrum brauchen wir in der Tat nicht unbedingt so gut begehbar oder muss nicht so schnell erreicht werden können. Jetzt überlegen wir mal, was wir hier mitmachen. Oder bauen wir die einfach daneben? Ja, das machen wir. Machen wir einfach so. Und die Tierpflegerhütte machen wir auch eine größere, wenn wir schon da sind. Ja, das wird jetzt aber schwieriger. So, einmal umsortieren. Moment. Du kommst dahin. So, und jetzt können wir dem Ganzen auch ein bisschen eine interessante Form eigentlich verleihen. Das passt soweit. Okay, machen wir erstmal den Weg dran. So. Okay. Wir beginnen erstmal so und wie das Ganze jetzt gleich noch wird, gucken wir mal. Hier kommen wir nicht gut hin.
jetzt aber. Jetzt geht's wieder los. Jetzt hat's mich wieder. Okay. Also nochmal. Jetzt komme ich hier nicht gut dran. So. Und nochmal anders. So. Und da nehmen wir noch ein bisschen den Hang wieder weg. Okay, nächster Versuch. Alles klar, so läuft das. So läuft das nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen glätten. Nächster Versuch. So machen wir es, so passt das. Und die Frage ist jetzt, wie das Ganze hier am Ende aussehen soll, so vom Stil. Ich würde mal sagen, wir gucken uns heute mal Betonwände an. Irgend so ein Sichtbeton oder sowas, was man gut nehmen könnte. Wie schaut denn der aus? Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Nichts außer diese Version noch. Oder ich nenne es mal nicht Beton, sondern wir gucken einfach mal so. Die arktische Holzwand. Holz, 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 Holz. Alles Holz hier. So, das ist der Beton, den wir schon haben. Den kann man aber nehmen, oder? Gestrichene Ziegel, wie schauen die aus? Nein, die will ich nicht. Geöltes Holz, Glas, nochmal Holz, noch mehr Holz. Kalkstein, das ist natürlich mal eine Idee. Ja, das gefällt mir besser als der Beton. Ah, gucken wir doch mal. Ups. So, wir geben es mal hier ein, dass wir nur den Kalkstein haben. Das ist natürlich jetzt alles hier so ein bisschen indischer Stil, würde ich sagen. Ja, aber damit können wir was machen. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Tür. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wand. Na, kommst du da bitte? So, da habe ich jetzt gar nicht so viel zu reden, wenn ich das hier mache. Jawohl, okay, das wird doch schon, wie ich es mir vorstelle. Dann gucken wir mal nach einem Flachdach. So, jetzt mal gucken, was wir hier mit der Rasterhöhe gewinnen können. Jawohl. Da wollen wir hin, das ist eine gute Höhe. Jetzt ist die Frage, ob wir hier den Weg verschwinden lassen. Das könnten wir tun. Und wir setzen ihn sogar nochmal neu. Wir sind jetzt einfach mal hier mit dieser Rasterausrichtung mit scharfen Kanten.
ohne Bordstein. So, dann hätten wir noch eine kleine Dachterrasse. Oder wir probieren es einfach mal mit Geländer am erhöhten Weg. Und jetzt komme ich hier nicht dran. Das ist jetzt natürlich blöd. Dann nehmen wir nochmal das Dach weg. Hallo. Hallo Matze. Dach weg. So, gucken wir uns das noch einmal an. Wie wir das ein bisschen besser machen können. So geht's doch, ne? Haben wir es doch hingekriegt. Okay. Jetzt machen wir den Weg hier auch noch ein bisschen eckiger. Jupp. Oh, hier fehlt noch was. Das ist wieder auf einen Meter gesprungen. Okay, und jetzt könnten wir hier neben auch noch eine Treppe runterbauen. Nur damit es einfach von der Optik noch ein bisschen besser kommt. Ne, das machen wir so. Das reicht doch schon. Ne, das haut nicht hin. Was ist jetzt los? Warum will das hier nicht um die Kurve? So, okay. Jetzt den Weg. Ach, das ist alles gerade ein bisschen unbelohnend hier. So, jetzt aber. Der sollte jetzt bitte Bordstein haben. Ja. Es ist gerade nervig. So, okay. Und jetzt hier nochmal und dann haben wir es doch gleich. Okay. Wunderbar. Ein Gebäude, mehrere Zugänge, alles drin, was wir brauchen. Jetzt wären noch ein paar Türen nicht schlecht. Und das Gelände müsste ein bisschen schöner werden. So. Können wir dann noch irgendwas Schönes mit dem Dach machen? Oder lassen wir es Flachdach? Ich glaube, das lassen wir so. Ein paar schöne Türen wären nicht schlecht. Dann gucken wir doch mal, was wir da alles haben. Sollte jetzt natürlich optisch irgendwie hierzu passen. Das wirkt mir ein bisschen zu schlicht.
Ja, das passt jetzt natürlich wieder nicht in den Rahmen. Aber vielleicht können wir dann schön einen Rahmen bauen. Die ist ein bisschen größer. Die passt auch vom Style eigentlich ganz gut. Dann machen wir uns doch gar nicht die Arbeit. Setzen einfach die hier rein. Und sind happy, oder? Jo, damit kann ich leben. Das ist doch gut. So, davon brauchen wir hier auf der Seite. Oh, hier auch noch eine. Ich war's denn jetzt? Die hier mit dem Griff. Stückchen rein darfst du noch. Hier passt das, okay. Ach ja. Ja, okay. Haben wir was vergessen? Und ich wollte das noch alles beisammen haben hier, ne? Werkstatt und... Na gut. Machen wir es halt so. Auch gut. So, weiter mit den Türen. So, dann soll das Panel einfach rausgucken. Dann müssen die auch gar nicht rein zum Schaffen. Und dann ist auch alles tutti. Ah ja, und unten die beiden sind jetzt nicht in der Baugruppe drin, so wie mir das scheint. Und noch was Schönes für die Fenster. So, was haben wir denn da? Wanddekor? Ne, hier. Vordächer und Attiken. Das wäre natürlich auch ein Ding hier. Wir haben ja schon ein bisschen Glas verbaut. Das wäre gar nicht so schlecht. Haben wir noch ein anderes schönes Vordach? Welches würde hier noch gut passen? Ja, das hier. Was soll's denn? So. Oder machen wir die lieber über die Tür? Das überlege ich gerade. Über die Tür. Ja. Da stehen die Leute doch mal eher. Aber das sieht irgendwie bescheiden aus, oder? Nee, das gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen zu viel. Fangen wir doch nochmal mit den Attiken an. Vielleicht geht da erstmal ein bisschen mehr. Das ist nicht der richtige Style. Das auch nicht, das auch nicht. Ja, das passt so gar nicht. Nee, da kriegen wir jetzt nichts Richtiges angeboten oder nicht das, was ich gerne hätte. Ach, das war's her? Das passt jetzt nicht zu den Türen. Da kommen wir der Sache schon näher. Und
Oder wir nehmen hier tatsächlich so ein Dekor. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Wenn es das jetzt noch für die Tür gäbe, wäre das natürlich wunderbar. Aber da brauche ich mir keine Hoffnung machen. Was ist hier mit? Ja, Moment. Check, oder? Das ist es doch. Das passt doch vom Style hier richtig gut. Schön modern. Macht das Fenster natürlich ein bisschen klein. Aber das ist mir vollkommen wurscht. So. Und hier hinten gerade nochmal. Okay. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen mit Pflanzen arbeiten, das Ganze insgesamt ein bisschen schöner machen. Ich würde sagen, Türen und Co. und Fenster, das passt jetzt erstmal. Ist noch, naja, Moment, Fenster ist noch so die Frage. Da gucken wir noch einmal rein, ob wir noch was Schönes finden, was wir da reinsetzen können. Aber das ist jetzt natürlich auch alles schon ein bisschen beengt durch diesen Rahmen. Und nochmal, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Obwohl, es passt eigentlich ganz gut, oder? Aber auf der anderen Seite kann man dann nicht mehr so gut sehen, was da drin los ist. Ja, eure Meinung ist gefragt, Fenster rein oder nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Rausnehmen kann ich es immer noch, aber dann sehen wir es einmal im Gesamteindruck. So. So. Naja, da sind wir jetzt mit der Blende ein bisschen falsch positioniert gewesen, aber das geht auch. Und jetzt machen wir hier vorne noch ein paar hin. Okay. Gar nicht schlecht. Ich hatte jetzt überlegt, ob man hier oben irgendwie noch so ein paar weiße Balken absetzen kann. Oder farblich noch ein bisschen was rausholen können bei der ganzen Geschichte. Wir gucken nochmal nach irgendwelchen Balken. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, mit denen hier zu arbeiten. Ja, das war eine sinnvolle Drehung. Jetzt ist die Frage, können wir die farblich irgendwie absetzen, sodass das Ganze nochmal schön wird? Irgendwie so knallweiß hätte ich es gerne. Haut nicht so ganz hin, wie ich es gerne hätte, glaube ich. Gucken wir einfach mal, wie das wirkt. Nee, also Holzoptik ist es auf keinen Fall. Die Farbe fand ich nicht schlecht, aber die Optik ist es nicht. Metall.
Ist natürlich jetzt das bessere Material hier an der Stelle. Ist nur die Frage, können wir da was an der Farbe machen? Ups. Wir können das so ein bisschen hier absetzen, ne? Ist das was? Hand aufs Herz. Ehrlich sein, bitte. Bringt das hier farblich nochmal irgendeinen Kick rein? Also ich lasse das jetzt mal so und dann könnt ihr ja mal eure Meinung zu sagen. Ob ich hiermit weitermachen soll oder nicht. Wir gucken jetzt nochmal, was wir Schönes mit Pflanzen machen können. Ich stelle mir ja noch den ein oder anderen Pflanzkübel irgendwie vor. Da passen jetzt eigentlich die hier oben ganz gut. So. Den ziehen wir ein bisschen. Nee, dann sieht es zu symmetrisch aus. Mal gucken, was wir da reinhauen können. Sollte jetzt natürlich irgendwie auch ein bisschen passen zu den Dingen, die wir vorne verbaut haben. Fächerpalme. Mangrove macht wenig Sinn. Baumfarn. Naja, haben wir vorne nicht verbaut, aber finde ich immer ganz nett. Oder hier eine kleine Bananenstaude. Da können wir noch irgendeine Orchidee mit reinsetzen. Irgendwas Schönes, Buntes. Hier vielleicht noch irgendwas Grünes. So. Und da. Okay. Kriegen jetzt noch ein paar Bänke hier hin, auch wenn die keiner benutzen kann. Einfach damit es ein bisschen chillig hier oben ausschaut. Nee, die drehe ich mal andersrum. Da nicht. So. Wird doch schon alles ein bisschen. Jetzt gucken wir nochmal nach Natur für unten. Machen wir es hier erstmal simpel grün. Nein, machen wir nicht. Das gefällt mir nicht. Es muss ein bisschen schöner sein. Eine Netzanone? Jawohl, ja. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Das zum Thema, wir nehmen die Pflanzen, die wir schon vorne verbaut haben. Hat sich hiermit erledigt, der Ansatz.
So. Mein BASD ist kaputt, macht nicht, was es soll. Okay, noch ein bisschen was Buntes. Ach komm, ja, sie haben sich's verdient. Die haben sich's verdient. Wenn ich die wäre, dann. Okay. Hier ist die Wand hier oben noch ein bisschen kahl. Hier fehlt halt jetzt das Fenster. Vielleicht probieren wir es einfach doch mal aus. Ich muss das jetzt wissen. Ob das irgendwie dekorativ gesehen irgendwelchen Sinn macht. Heitert es auf jeden Fall so ein bisschen auf. Ah, Mist. So, und nochmal hier rüber. Aber ich muss sagen, es bekommt irgendwie so durch die Separierung ein bisschen was Einengendes. Mir gefällt es nicht, nein. Wenn ihr sagt, ihr wollt es doch, dann ist es okay. Aber oben, der weiße Strich, der ist schon mal ganz gut. Der lockert das auf. Die senkrechten Markierungen hier sind nicht so der Brüller. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes für die Wand hier. Können irgendwas Schönes mit Kunstformen hier machen. Irgendwas modernes Designen hier. Fragt mich nicht, was es werden soll. Ich mache einfach mal aus. Haben wir denn irgendwas Kreisrundes hier? Ja, nur viel zu groß. Immer noch viel zu groß. Das sieht doch schon gleich sympathisch aus, oder? Aber eigentlich soll es gar nichts darstellen. Eigentlich soll es nur... Jetzt wird es gerade was ganz anderes, gell? Ihr seht es schon. Sieht schon fast aus wie ein Entchen. Ich habe ja noch nie mit diesen Sachen hier rumexperimentiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich hätte gerne jetzt einfach was Dreieckiges, Plattes. Das sind jetzt alles dreidimensionale Figuren. Da haben wir doch was. Genau, irgendwas dahin zaubern, was wir dann moderne Kunst nennen und der Künstler auch gar nicht erklären muss, denn es macht einfach keinen Sinn. Ein bisschen zu grün. Genau, einfach ein bisschen moderne Kunst an die Wand knallen. Genau, und nicht, das darf man ja bei Kunst nicht machen, fragen, was es darstellen soll, dann es soll ja nichts darstellen. Okay, jetzt bringen wir noch ein paar Schilder an. Und dann sind wir doch schon fast durch. Was haben wir denn? Wir haben... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was wir wo haben.
Puh. Fangen wir an, Tierarztpraxis. So, das machen wir mal irgendwie so hier hin und drehen's. Dann haben wir hier als nächstes. Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Tierarztpraxis, ja, haben wir. Gehen wir es einfach von oben nach unten durch, oder? Das Handelszentrum. Wisst ihr was? Wir machen die Schilder einfach so. Dann kann man so von überall lesen. Die Pflegerhütte, die ist hier. Werkstatt, die haben wir da. Ich glaube, hierfür haben wir nichts, ne? Nö. Dann Quarantäne, genau. Die wollen wir nicht vergessen. Eigentlich können wir es auch wieder weiterlaufen lassen. Wir erleben ja überhaupt nicht, ob uns Tiere flüchten. Habe ich jetzt total vergessen, dass wir das ja heute mit beobachten wollten. Na, Pech. Mitarbeiterraum. Aber ich bin auch mal froh über eine Folge, wo mal nichts mit Flucht ist. Moment. Hier wollen wir hin. So. Und dann. Was ist denn das hier noch? Achso, das war die Tierpflegehütte und da hatten wir das Schild irgendwie nicht gesetzt. Auch gut. Alles kein Problem. Okay. Jetzt können wir natürlich mit dem Weg doch nochmal hier um die Ecke gehen. Bin gerade noch so ein bisschen unsicher, ob mir das so gefällt, wie er hier gerade gebaut ist. So, bauen wir den mal hier drüben ran. Dann können die Leute von überall kommen. Das ist schon mal gut. Hier machen wir das auch einfach mal in die Richtung weg. Ja, super. Wir haben es wieder. Kaum läuft der Laden hier, kriegen wir schon wieder Fluchtalarm. Inafio. Okay. Also das gucken wir uns nochmal in Ruhe an. Es geht wieder los. Aber es war für mich mal entspannend, das mal eine Folge lang nicht zu haben. Insofern lassen wir es jetzt einfach, wenn es am schönsten ist, mal enden. Ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Matze.